Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Don Rosa, seine Enten, seine Comics. In der heutigen Episode geht es um das sechste Kapitel von Onkel Dagobert, sein Leben, seine Milliarden. Mit dem Titel Der Schrecken von Transvaal. Ja. In dieser Geschichte reist Dagobert, wie er es am Ende der vorigen Geschichte schon angekündigt hat, dem Golde hinterher. Und zu dieser Zeit findet kein Goldrausch in Amerika oder am Yukon statt, dafür ist die Zeit noch nicht reif, sondern in Südafrika. Und genau dort begibt sich Dagobert. Wie es der Zufall so will, trifft er unterwegs, mitten in der Steppe, auf einen jungen Mann in seinem Alter, der an einem Büffel festgebunden ist, war das ein Wasserbüffel? Ja, ein Wasserbüffel, genau. Und quasi von dem Huckepack genommen wird. Dagobert befreit ihn. Dieser junge Mann erzählt ihm eine Lügengeschichte davon, dass er den mit einem Lasso einfangen wollte und sich darin verheddert hat, obwohl es in Wirklichkeit die Bestrafung dafür war, dass der junge Mann ein ziemlicher Langfinger ist. Und die beiden beschließen, gemeinsam weiterzureisen. Und Dagobert freut sich darüber, dass er einen neuen Freund gefunden hat, was er allerdings bald bereuen soll. Denn nachdem er sich zum Schlafen gelegt hat und er am nächsten Morgen aufwacht, stellt der junge Dagobert fest, dass sowohl sein Wagen weg sind, sein Ochse, als auch sein Lagerfeuer. Also er hat wirklich bis auf den Schlafsack alles mitgenommen. Dagobert ist nun mitterseelen allein in der Wildnis, umgeben von Löwen, von Elefanten, von Giraffen und lauter anderen fremden Tieren. Und ihm platzt einfach der Kragen, weil er noch nie so hintergangen wurde. Und er sich einfach tierisch darüber aufregt, dass er sich hat reinlegen lassen von diesem, ja, eigentlich so sympathisch wirkenden, netten jungen Mann. Dieses Kapitel ist ein ganz besonderes in seinem Leben, seiner Milliardenreihe. Denn Rückschläge hat Dagobert ja schon oft erleben müssen. Aber dass er wirklich von jemandem mal so niederträchtig hintergangen wurde, ist das erste Mal. Noch dazu von einer Figur, die wir natürlich eigentlich alle auf Anhieb erkennen. Nämlich es handelt sich um den jungen McManiesack, der Dagobert ja später noch begegnen wird. Und das war Don Rosa eine Herzensangelegenheit in dieser Geschichte, die halt in Südafrika spielen musste, weil bei Barks eben einmal erwähnt wurde, dass Dagobert in seinen jungen Jahren in Afrika nach Gold geschürft hat. Und da war es natürlich klar, Afrika, Gold, na klar, McManiesack, der kommt ja aus Südafrika. Und darum musste Dagobert auf den jungen McManiesack treffen. Und das zeigt eben auch, dass auch dies hier wieder eine wichtige Lektion für sein Leben ist. Nämlich, um nochmal zu bekräftigen, er wird niemals auf dieses Niveau sich herabbegeben wie McManiesack. Und wenn er reich wird, dann nur auf ehrliche Weise oder eben gar nicht. Von daher ein sehr wichtiges Kapitel. Und ein Kapitel, in dem extrem viele Tiere auftauchen, worauf ich eigentlich nochmal speziell hinweisen möchte. Denn ich finde, auch wenn Don Rosa immer meint, ja, er findet ja seinen Zeichenstil nicht so toll und er ärgert sich immer darüber, dass er die Tiere nicht im Disney-Stil zeichnen kann, wie Barks das ja eigentlich perfekt beherrscht hat, aber der kam ja auch vom Trickfilm, wo ja auch Tiere dann immer mit so ein bisschen vermenschlicht dargestellt wurden und eben so ein bisschen cartoonmäßig. Und Don Rosa hat sich eben gedacht, okay, ich kann keine Disney-Tiere zeichnen, also zeichne ich sie möglichst realistisch. Und ich muss sagen, das macht er echt perfekt und gerade in dieser Geschichte sieht man das wieder. Und es gibt in dieser Geschichte mal wieder einen Hidden Mickey. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt und wenn nicht, erwähne ich es jetzt einfach mal. Denn Don Rosa hat ja gern mal in einigen seiner Geschichten einfach einen kleinen Mickey Mouse versteckt, weil er immer meint, naja, er macht immer so ein bisschen Schabernack mit Mickey, weil er ihn nicht wirklich ernst nehmen kann, weil sein Charakter nicht wirklich ausgearbeitet wurde. Denn es gab ja keinen Karl Barks, der den Charakter von Mickey Mouse besser formen konnte. Und naja, darum versteckt er eben Mickey gerne mal in Geschichten. Wo er hier versteckt ist, solltet ihr schon selber rausfinden. Aber ein kleiner Tipp, guckt euch mal die Elefanten etwas näher an. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Wie gesagt, schöne Geschichte, wichtige Geschichte für Dagoberts weiteres Leben, die seinen Charakter formt. Toll gezeichnet, vor allem die Tiere. Und rundherum eigentlich ein gelungenes Kapitel. Auch das hier ist jetzt nicht das perfekteste, das beste Kapitel. Dazu ist die Geschichte jetzt vielleicht nicht banal, aber sie ist, ja, bringt jetzt inhaltlich nicht so viel mit sich, eben außer eben diese Charakterformung. Und deswegen würde ich sagen, nicht das perfekte Kapitel, nicht das Highlight der ganzen Serie, aber eines der besseren Kapitel. Und darum gebe ich 4 von 5 Enten.
Wait, wait.